auf Rise of PPT. Zusammen hier zum ersten Mal on Commentary. Ich bin sehr erfreut, mit dir zusammen heute das erste Mal Commentary zu machen. Toxic Goofy, meine Damen und Herren. Ja. Vielen lieben Dank für die Introduction. Ich freue mich auch sehr. Schwarzgill ist mein Lieblingskommentator. Und jetzt haben wir die Ehre, hier Adi gegen Kani zu kommen. Genau, und das jetzt hier das erste Set in Losers, Losers Quarters natürlich zwischen Adi und Fani. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, dass hier Fani noch drin ist, weil natürlich als Yoshi-Spieler selber bin ich glücklich, immer so ein bisschen High-Level-Yoshi-Play natürlich zu sehen. Und gerade gegen Game & Watch, was kein einfaches Match hat, wie man hier schon sieht von Adi, der hier Fani momentan ganz gut auseinander nimmt. Da will ich sehen, was Fani da jetzt machen kann, um das Ganze zu drehen. Ich glaube, es liegt sehr viel in der Advantage-Stage einfach. Ja, für Yoshi ist es halt sehr, sehr schwierig, seinen ganz normalen Playstyle gegen Game & Watch durchzusetzen, weil ihm die Range halt auch einfach fehlt, um Game & Watch Upbeat drumherum zu spielen. Da muss Yoshi etwas campier spielen, wie man hier auch gerade sieht von Fani. Hervorragend. Hervorragendes Beispiel, und die beiden Spieler kennen sich natürlich auch gut. Ja. Also beide sind aus dem Osten. Hervorragend! Das sieht man in letzter Zeit sehr viel häufiger. Das sind die Confirms. Ganz genau, die Backair, den ersten und den zweiten Hit und dann into den F-Smash. Genau, beide Hits funktionieren. Der zweite Hit, der proppt ein bisschen höher, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Da kann man auch manchmal einen Absatz draus machen oder zumindest eine Backair oder ähnliches. Aber Fani hier auch. Spielt die Advanced Stage einfach gut runter. Ne? Du sagtest, klar, Fani muss das ein bisschen campiger spielen, aber sobald er drin ist, dann geht das wirklich los hier. Und gegen den Game & Watch, auch wenn das manchmal nicht einfach ist, gerade mit der AP vom Game & Watch, aber Fani zieht das richtig gut durch. Läuft es aber gerade in den Stuhl, Adi off Stage, kann er was machen? Nein, er wartet on Stage. Das kommt ist aber weg, und genau da musste er dort rauskommen. Der Stuhl ist natürlich ewig aktiv. Und der Stuhl. Ewig aktiv und... da hat er den Chef schön gebackert. Und das ist natürlich auch, Fani ist bekannt für seine Advantage State und den zeigt er hier auch hervorragend. Aber es ist etwas neu, dass Fani auch etwas patienter spielt. Da hat er dran gearbeitet und da sieht man jetzt die Früchte und hervorragend ausgerollt mit der Abwehr. Auch ein schöner Catch da auf der Plattform. Adi hat sich sicher gefühlt, aber wenn Yoshi unter dir ist, bist du nie safe. Es sei denn, du bist Pac-Man vielleicht. Aber das ist es mehr oder weniger auch. Oder Piranha-Pflanze vielleicht? I guess, ja. Aber nicht viele Charaktere können damit umgehen, wenn Yoshi unter dir scharkt. Also das ist einer der schwierigsten Momente für jeden Charakter gegen Yoshi hier. Aber Adi kann das natürlich trotzdem noch rausholen. Gerade mit den Juggles. Sobald Fani seinen Double Jump burnt, muss er zusehen, dass er auf den Boden kommt. Weil ohne diesen wird das hier echt schwer. Und die Down ist gefährlich. Wieder den Air Dodge. Der Grab, seltener Grab, aber sehr wichtig hier durchaus, weil Leute durchaus tendieren, gegen Yoshi zu schilden, als gäbe es keinen Morgen. Und gerade der Command Grip, aber auch der normale Grip können ein guter Mix-Up sein. Fani macht das soweit richtig gut mit dem Jab, der die Pressure weiß, dass er da weg muss. Oh, schöne Downbee. Und Adi zeigt hier sehr, sehr häufig mit der Down, der zu landen. Und der Fani geht es einfach machen. Und da kommt der Up-Smash. Ganz, ganz starkes Erstgame. Das covert die gesamte Plattform, wenn man es richtig versagt. Hat er das jetzt aber gar nicht machen müssen, er hat es gar nicht richtig positionieren müssen. Fani einfach committed das Ding und Adi mit dem Endlag natürlich. Fani, der Upsmash auch sehr, sehr schnell von Yoshi. Und ich finde, für die nächsten Games können wir uns das mal ein bisschen angucken. Man hat gesehen, dass der, man muss natürlich auch ein bisschen ruhiger sprechen, während die uns hören können jetzt gerade. Ja, mit Analysen. Vielleicht schieben wir das ein bisschen nach hinten. Kein Mid-Game-Coaching. Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf die Stages. Town & City, Smashville und Hollow Bastion gebannt. Die zentralen Plattformen. In der Mitte wurde weggebannt, inklusive Town City, und es wird auf Pokémon Stadium gegangen. Ich bin gespannt. Pokémon Stadium natürlich auch, wie wir gerade schon gesehen haben. Hat es eigentlich für Fani gut gelegen? Ich bin gespannt, wie Adi das jetzt umdrehen möchte. Also gerade natürlich die Triplets für Yoshi ist immer ganz gerne genommen, weil man da schöne Up-Air-Strings und ähnliches kriegen kann. Und auch der Up-Smash natürlich, auch auf diesen Plattformen, aber auch hier auf PS2, wie wir schon gesehen haben können, einfach eine gesamte Plattform covern. Also sobald man da eine Tech-Situation drauf hat, ist der Gegner eigentlich einem Up-Smash gewiss. Aber Adi weiß natürlich auch jetzt hier, er wird das, denke ich, jetzt hier einfach ein bisschen langsamer spielen. Er wird versuchen, Fani einfach zu out-neutralen hier mit dem Game & Watch. Ja, und das muss man dazu auch sagen, PS2 ist eine große Stage und Fani möchte natürlich auch hier mit Game & Watch Bait & Punish spielen. Game & Watch ist sehr anfällig für Bait & Punish Playstyle. Und der Up-Smash rollt ihn aus. Das ist einfach so ein guter Anti-Air-Cover hier für Adi mit dem Armo natürlich auf dem Helm auch. Und egal mit was Fani da landet, da ist nicht genug Disjoint drauf, als würde das da irgendeinen Unterschied machen. Deswegen Adi, großartiger Catch. Aber Fani, der wartet einfach, bis Adi da runterkommt, bringt den Forward Smash raus.
Upgrades. Aber die natürlich ist bis jetzt ein zweischneidiges Schwert. Adi kommt zur Hälfte der Zeit aus dem Disadvantage raus. In der anderen Hälfte der Zeit kriegt Fani einen härteren Punish. Und worauf ich eben hinaus wollte ist, man hat ein bisschen gesehen, dass im... Oh, da kommt wieder der Absolut. Ja, Fani landet fast drin. Aber er kommt noch ganz rum. Und man konnte ein bisschen sehen, dass... Oh mein Gott! Der Rebike! Aber der Downsmash kommt durch. Sehr, sehr schnell der Downsmash. Der hat einfach keinen Lack von Game Watch, den so punishen zu wollen. Ist natürlich riskant. Ich mochte allerdings die Idee von Fani durchaus, weil der Forward Smash von Yoshi, der reelt ihn so back. Die Hurtbox, die shiftet so weit nach hinten, dass die Upsmash nicht getroffen hat. Ist aber leider ein Stück zu langsam gewesen einfach. Jetzt die Downer, schöner Shield-Poker womöglich, aber Fani... Bleibt nicht auf dem Schild drauf. Stattdessen versucht er anders hier die Advantage Stage zu erreichen. Aber Adi spielt das richtig schön runter. Hier hat einen schönen Stocklead. Das kriegt auch den Damage hier auf Stage mit der Upbeat auch. Conversion. Versucht das Ganze einfach so weit zu bringen wie möglich. Fani mit dem Double Jump. Ein bisschen unsafe. Upsmash! Aber da kommt der Grab. Einer der wenigen Vorteile, der Yoshi tatsächlich hat. Ein bisschen Range da drauf. Aber Adi hält das hier richtig gut runter momentan. Oh, und da der kommt der Forward Smash. Einfach so der Callout. Fani springt quasi Adi rein und das ist 1 gegen 1 hier. Adi, wunderschöne Adaption hier im nimmt zweiten die gleiche Spiel. Stage, sagt Run it back und holt sich und kommt so in das Set rein. Das war ganz interessant. Der Command Grab von Yoshi natürlich gegen das Schild von Game Boy. Waffe. Man hat im ersten Game schon ein bisschen gesehen, wie da rundum gespielt wurde und wie Adi dann leicht adaptet hat und hat es jetzt im zweiten Game hervorragend gemacht. Genau, also im Generellen, wie gesagt, dass das Yoshi Gameplay generell steht da ganz viel um einfach die Normal Moves, die gerade näher Decke, also eigentlich alles, was Yoshi so raushört. Und Ei. Bemerkt, als mehr oder weniger einziger B-Move. aber natürlich, gerade der normale Grab und auch der Command Grab sind dann sehr, sehr gute Mixer. Wenn du wirklich die Pressure hochhältst und deinen Gegner in das Schild quasi reinscarest, ja, dann kannst du diese Mix-Ups rausbringen. Du kriegst nicht sonderlich viel. Beim Ei ist es meist nur Damage und beim normalen ist es meist auch nur Damage, nur weniger. Aber es kann halt sehr unangenehm sein, und es gibt einem Stage Control. Yoshi's Throws sind jetzt zwar nicht die keine guten Combo-Starter, aber dafür ist der Knockback relativ groß. Und Yoshi kann sich dadurch halt Center Stage holen, was für Game Watch durchaus unangenehm sein kann, in der Corner gegen Yoshi zu sein. Und so kann Fani eventuell capitalizen aus dem, dass sich Adi so sehr im Schild verzieht. Aber ich muss auch dazu sagen, Adi hat gezeigt, dass er sich nicht nur im Schild verzieht. Ja, das stimmt. Sondern er spielt aktiv Neutral mit. Und im zweiten Game hat man das sehr schön gesehen, mit großen Callouts dabei. Läuft das natürlich auch dann sehr gut gegen den Schild. Teilweise steht der Mann auch einfach seinen Grund und wartet quasi auf den Dinosaurier, der auf einen zufliegt und haut einfach den Upsmash raus. Ja, also manchmal muss man einfach Cojones zeigen, um da einfach das Tempo ein bisschen zu mixen. Und Battlefield hier eine ganz interessante Stage. Ist keine schlechte Stage für Yoshi. Oder da kannst du ja vielleicht sogar mehr dazu sagen. Ja, also, was das Triplet-Layer erlaubt natürlich, sind die wunderschönen Up-Air-Strings nach oben. Und auch generelle Plattform-Chases, bei denen Yoshi auch sehr gut ist. Also deswegen sind Triplets eigentlich fast immer gebannt gegen Yoshi hier. Adi aber tatsächlich sagt, er lässt es offen. Natürlich hat Game & Watch auch einiges auf diesem Plattform. Gerade mit Up-Airs kann man natürlich noch ein bisschen besser jungeln. Aber genau da ist es. Schöner Parry. Fand ich ein bisschen zu spät. Adi kriegt gerade so noch den Parry raus. Hat jetzt hier einen schönen Punch. Oh, fast der Forward Smash auch connected. Beide Spieler hier mit den riesen Reads. Mir gefällt das sehr, sehr gut, wie Adi immer wieder für bestimmte Callouts geht und versucht, die Early Kills zu bekommen. Ganz, ganz wichtig, auch auf so einer Stage eben, wo Yoshi sehr, sehr lange leben kann. Oh, schöne Forward Air. Catch ihn offstage. Aber da ist Game Watch halt sehr schwer zu edgegarden und er kommt wieder mit der Downer runter. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding in dem Set hier. Wie sehr schafft Fani es, ihm diese Downer wegzunehmen. Und dann ist natürlich Game Watch sehr anfällig für weitere Abwehrs von Yoshi. Ja. Oh, das ist ein wunderschöner Catch. Der Shield-Punkt mit der Downer. Das ist die Pressure, die ich meinte, auf diesen Plattformen. Fani, wenn Adi da drin ist, kann er da einfach hochgehen und gerade mit der Downer die Shield einfach frisst und dann Shield-Punkt irgendwann. Die dann irgendwann auch nach oben killt, was auf dieser Top-Plattform natürlich einwandfrei ist. Fani, wunderschöne Reaktion da auf die Situation von Adi. Aber Adi natürlich noch nicht raus hier auf Stage. Jetzt Fani, kann das er damit umgehen? Nein, kann er nicht. Da kommt die Schildkröte und Adi nimmt den Stock zurück. Wichtiger Early Kill von Adi. Gut gemerkt oder gute Awareness gehabt, dass er da auf Stage den Kill haben muss, weil ansonsten ist Yoshi für ihn on Stage sehr, sehr schwer zu killen. Vor allem auf so einer mit so großen Blastzone mit in der Stage. Ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Oh, und kriegt die Conversion über die Plattform. Er arbeitet selber sehr gut mit den Plattformen. Was ein Command-Grab da auch. Kann da nicht Range. Wirklich viel Damage kriegen, aber der Read danach ist der Wichtige hier mit der Back-Air. Kriegt den auf Adi. Adi schafft es natürlich mit der Invincible von der Abwehr vorbei, aber ein wunderschöner Trade von Fani mit der Abwehr. Das Timing ist einwandfrei hier von Fani.
der Trade immer in seinem Favor in dem Vergleich. Und da kommt natürlich auch die Downer für den massiven Damage. 32% ist auf Adi. Kann Fanny das hier vielleicht sogar zu einem Two-Stock machen? Oh. So knapp. Und Adi fängt immer mehr an, seine Backe auch von Neutral zu nutzen. Oh, ganz, ganz gefährlich, der Down Smash. Ganz, ganz gefährlich. Fanny muss natürlich verhindern, jetzt bei diesen Prozenten zu sterben. Muss Richtung Center Stage gehen und versuchen, bloß nicht Offstage zu kommen. Die Down ja schon wieder. Ja, schöne Conversions auch hier vom Fanny natürlich. Forward Tilt zu Up-Air. Kriegt dann einen schönen Damage jetzt. 140% auf den Dino, der kann hier lange leben, wie schon gesagt, das auch gerade auf Battlefield hier. Da kommt der Command Grab wieder, Adi zu lange im Schild, Backass kommt durch, Adi mixert das Timing, der Spot Dodge auf den Down Smash. Fanny lebt immer noch auf 140%, kriegt den zweiten Hit, aber die Tag sehr wichtig, sonst wäre Adi wunderschön tot gewesen. Da kommt ein weiterer Command Grab, Adi kann natürlich schnell genug raussmashen, aber die Disadvantage wieder hierhergestellt für Fanny. Und das kann, sieht man jetzt, wie lange Yoshi einfach überlebt, das ist auch Wahnsinn. Ja, kann er das closen, die 164, Yoshi sehr lebt das immer noch selbst, die Dash Attack, der dodge da durch, da kommt die Backer von Adi. Fanny lebt immer noch 185% und sobald irgendwas connected, aber er zu hohe Prozent, er kriegt den Confirm durch Adi mit der Down Air. Secured sehe ich den Stock und jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil wir haben Game & Watch, aber das ist ein weiterer Trade mit der Up Air gegen die Down Air und Fanny nimmt das zweite Game und ist jetzt auf Matchpoint. Und das wird Adi sich natürlich jetzt gemerkt haben. Die Down Airs werden viel immer riskanter. Fanny hat jetzt zwei Stocks mit der Up Air bekommen, hat auch davor in den Matches immer wieder Up Airs gegen die Down Air und der Trade ist natürlich absolut advantageous für Fanny. Auf jeden Fall. Jedes Mal eigentlich. Also selbst wenn die beiden sich auf 0% befinden und Down Air und Up Air tradet, selbst dann ist Fanny immer noch im Vorteil, weil er immer noch den Advantage Stage hat. Schön, ja, er wird zwar runter gelauncht, aber er hat trotzdem noch Game & Watch über sich, was in dem Falle immer noch besser ist. Genau, jetzt haben wir als offene Stages Battlefield, Hollow Bastion, Yoshi's Story, Pokémon Stadium und ja, ganz interessant, dass er wieder auf PS2 geht. Finde ich interessante Wahl. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, sowas wie Hollow Bastion oder sowas wäre vielleicht nicht so schlecht für Game & Watch, wo er mit Stage Control halten kann, wo er die Plattform nutzen kann für Conversions und Usual Hits, aber mit einer Nähe zum Beispiel. Ich hätte auch vielleicht Richtung Town & City gedacht, weil Game & Watch tatsächlich eher zur Seite killt, ja, gerade mit dem Stuhl. Mhm. Ja. Und es gibt keine Plattform, um ihn zu extenden nach oben. Ja. Das heißt, weniger zumindest. Und es gibt Hilfen, um zu landen, die Seitenplattform. Also hat er deutlich mehr Möglichkeiten, aber natürlich wird sich Ali was dabei gedacht haben. Doch, wir werden auf jeden Fall sehen. Er hat auf jeden Fall nicht schlecht performt auf PS2. Wie gesagt, das zweite Spiel, wo er es ja rumgedreht hat, auf derselben Stage, was hier auch PS2 war, hat er das Ganze ja gewonnen. Und jetzt sehen wir auch, das, was Ali jetzt vorher noch nicht benutzt hat, der Bucket kommt auch raus. Allerdings muss ich auch sagen, Fanny hat mehr oder weniger auch ohne Eier gespielt. Also da waren gar nicht so viele, weil er halt eben weiß, dass der Bucket halt eine Option ist hier für Ali. Ja, und das finde ich ganz interessant. Man sieht jetzt hier auch, also Fanny spielt extrem patient, Und Gamewatch hat natürlich nicht die Burst Range, um da einfach schnell die Gap zu closen. Benutzt jetzt hier mal die Dash Attack, zeigt ihm, dass er auch mal seine Burst Range benutzen kann. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt auf dieses Match, weil Adi muss hier quasi auch darauf adapten. Er muss zeigen, dass er in der Lage ist, langsam zu approachen, sich Stage Control zu holen und von dort zu converten. Oh, das macht er gerade sehr, sehr schön. Gut Prozente aufgebaut mit der PS2-Plattform, die er genutzt hat. Oh, ja. Und Fanny kommt ich gar glaube, nicht mehr zum Disadvantage. Ist immer noch kein Double Jump hier auf Fanny. Oh, der, aber das war zu aggressiv hier von Fanny. Du kannst den Upsmash nicht so contesten. Das wird nicht funktionieren. Die Armor da von Adi kommt durch. Wunderschönes Timing auch davon, das im richtigen Moment zu releasen. Natürlich die Forward Air von Yoshi durchaus ein bisschen telegraphed, ein bisschen vorhersehbar. Aber trotzdem muss man das vernünftig timen. Und Adi hat es hier wunderschön gemacht. Hält jetzt hier einen wunderschönen Stop. Und da kriegt er schon wieder den nächsten Fall. Oh, Attack nicht. Oh, das reicht gerade so, gerade so. Aber halt auch wichtig, dieser Upsmash, das war ein Read im Sinne von, ich kenne dich als Spieler, ich weiß, dass du hier gerne Forward Air drückst aus dem Disadvantage und geht einfach für den Upsmash. Das war schon ein sehr, sehr harter Read und wurde auch belohnt dafür. Oh, der Parry auch auf dem Fire, schön gemacht hier. Und Fanny ist natürlich jetzt dadurch auch gezwungen, ein bisschen aggressiver zu spielen. Ja. Er kann sich jetzt nicht einfach mehr zurücklehnen, sondern er muss Game & Watch approachen und Adi steht dann da, macht Mr. Chef und sagt, komm zu mir her. Was willst du tun? Willst du durch meine Braten hier rennen? Das funktioniert leider nicht für Fanny. Er kann drüber springen, klar, aber dann kann Adi einfach AB drücken und die Situation ist resettet. Also so schnell kann das gehen. Und Adi baut diesen Lead weiter aus. Sehr, sehr schmales Shield natürlich hier von der Down B. Ein guter Shieldbreaker für Yoshi, aber Adi verhindert das gerade so und kriegt natürlich einen schönen Punish, weil selbst wenn es hätte, ist es natürlich laggy und da ist ein weiterer Abschnitt von Adi, platziert die so gut hier in diesem vierten Spiel. Yoshi-Klassik, da mit der Backer runterzukommen von der Plattform. Adi ist mehr als bereit für den Callout. Und das kann man natürlich auch mal machen. Die ist nicht so laggy. Ja, das heißt, wenn man den Upsmash raus hat und wirft, sehr schön. Das ist natürlich auch ein schön safe Pressure davon, Fanny, mit der Backer auf dem Schild, wenn man die einigermaßen
zurückdriftet, dann ist die relativ safe. Aber jetzt fangen mit dem Damage. 62%, drei Moves, das ist Yoshi für euch, Leute. Kriegt wieder den Reversal und das ist ein Advantage State von Fani. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ein weiterer Command Grab jetzt Adi. Der ist einfach, scared und da ist der Read von dem Fire. Es ist relativ schwer zu punishen, aber Fani mit dem vertikalen Movement kriegt die Abwehr und jetzt haben wir ein Game, was ja, eben ist. Die Downer kommt auch durch und Fani, genau wie du sagtest, der dreht jetzt einfach mit dem Momentum richtig auf hier. Boah, ich bin gespannt. Da hat man ein bisschen auch gemerkt, dass, die Abi ist so schwer zu punishen und da ist ja Fanny auch bereit dafür, die Abi von Gamewatch einfach mit einem Abwehr zu punishen. Beide rollen Richtung Center Stage. Ja, 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 nicht nur das, der Downsmash auch jetzt von Adi. Adi will das Ding zumachen. Er sieht so langsam, dass Fanny hier zurückkommt, aber mehr oder weniger kein Endlick auf den Upsmash bedeutet, dass Adi einfach den Punish-Attempt hier von Fanny ebenfalls punishen kann. Und jetzt kommt die Downer. Fanny versucht da mit dem Command Cut zu kommen, aber Adi mit der Invincibility auf Up B kommt da durch, versucht mit dem Down Smash hier endlich diesen Stock von Fanny zu kriegen, aber das ist der Lock, aber Fanny zu spät mit dem Forward Smash, kriegt den Stock nicht ganz raus. Adi, immer noch die Möglichkeit hier das zu einem Game 5 zu bringen, die Forward will nicht knicken, die zweite auch nicht, Tech Situation, aber Adi kriegt den Tech, geht damit der Downer runter, okay, wir sind auf der Ledge, Situation resettet, Adi versucht immer noch den Stock zu kriegen, Fanny geht ein bisschen low, aber er kriegt den Egg, er kriegt die Downer, Adi lebt noch. Was für ein DI, hervorragendes DI von Fanny, gut aufgepasst. 150% lebt die Downer. Kann Adi das hier closen? Ein großer, starker Hit von Fani. Könnte das womöglich closen? Ein Upsmash, ein Forward Smash, irgendwie sowas. Game Watch so leicht. Yoshi, so schwer. Up-Tilt, eine Möglichkeit in den Up-Air. Aber er schafft es nicht ganz. Forward. Kommt wieder aus der Corner raus. Kommt wieder aus der Corner raus. Adi. Ja, das ist der Grab, aber es gibt keinen Killthrow auf Game Watch. Fani, also safe. Twist Input und da ist die Downer. Oh, sehr, sehr gut. Das gute Awareness von Adi da zu sehen, dass er mit der Downer runterkommen kann. Da kann Fanny leider nicht mehr entkommen. Das war eine extreme High-Pressure-Situation. Oh mein Gott. Und dann der Mist Input. Jeder Yoshi-Spieler fühlt, dass du willst einfach nur abbiegen auf Stage und dann Mist Input zur Side B und es tut dir so weh. Und dann kostet ihm das Set. Ja, es kostet ihm das vierte Game. Wir gehen zu einem Game 5 hier zwischen diesen beiden. Das könnte eigentlich nicht sein. Die beiden, die lächeln so. Es ist so wunderschön. Sie merken den Hals, sie merken auch selber. Das macht dir einfach so viel Spaß. Und mir auch. Ja, mir auch. Also ich finde auch, in allen vier Games hat man gesehen, dass sie sich beide sehr, sehr gut hin und her adapten. Beide passen sich sehr, sehr gut aneinander an und das Level ist hier extrem hoch, was das angeht. Und ich finde auch, dass beide Spieler hier sehr confident spielen. Auf jeden Fall. Statt keine Nerf zu haben, keine groben Missinputs, außer dieser jetzt in dieser High-Pressure-Situation natürlich. Aber ansonsten, was wir die restlichen vier Games gesehen haben, keine großartige Nervosität und beide sehen auch happy aus. Das ist manchmal so, wenn man gegen einen Freund spielt, dann fühlt sich so an, als würde man zu Hause spielen. Ja, es ist ja quasi ein Home-Match hier zwischen den beiden, wie du schon erwähnt hast, aus derselben Region hier, die kennen sich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Adi auch jemand, der sehr viel online gegrindet hat. Ich weiß, dass Fanny auch relativ viel online gespielt hat. Sie werden sich auch sogar online relativ viel getroffen haben. Aber wir haben, Game 5 für Loser Semis, der Spot hier zwischen Fanny und Adi. Wir sind auf Hollow Best. Du hattest es schon erwähnt. Du hattest gedacht, es wäre eine gute Stage für Adi. Aber es ist der Counterpick von Fanny hier in dem Fall. Jetzt bin ich gespannt. Das ist eine hervorragende Conversion. Oh, ich gehe wieder für den Command-Grab. Vielleicht hat er den Loser da nicht getroffen. Das passiert einfach ab und zu mal, aber 85% ist ja schon auf Adi. Wir müssen bedenken, wie leicht Game & Watch einfach ist. Ja. Wenn Fanny jetzt hier in das Smash-Tag connected, ist das schon der erste Stock. Adi muss hier unglaublich vorsichtig spielen. Aber stattdessen ist das der Conversion. Grounded right into up air. Eine wunderschöner Confirm hier von Fanny und secured sich einen frühen Lead. Das kann sehr, sehr wichtig sein hier. Jetzt geht natürlich genau das Umgekehrte, als was wir im letzten Spiel hatten. Jetzt muss Game & Watch approachen und jetzt kann Fanny sich zurücklehnen. Und das ist ganz, ganz schöner Reversal aus der Corner von Fanny. Sehr gut patient erstmal gewesen und dann die Pressure abgewartet und dann den Reverse mit der Downer bekommen. Sehr patient, Adi dann der Ledge ist. Keine Ledge Invincibility da, war ja geregrabt, aber Fanny hat das auch lieber safe spielen wollen, versucht jetzt hier auf der Plattform zu pressuren mit diesen Command Grabs, aber Adi bleibt patient, spielt das jetzt hier langsam runter. Er hat gemerkt, er muss das Tempo ein bisschen runterbringen. Fanny in diesem hohen Tempo kommt einfach viel besser mit klar, hat auch die besseren Tools als Yoshi einfach in diesem Tempo. Ja.
Und jetzt macht das Adi gerade sehr, sehr gut. Er hält eine sehr, sehr gute Center Stage. Für die letzten 20 Sekunden hat er Center Stage gehalten. Oh. Okay, da ist wieder der Trade. Aber in dem Fall natürlich mit der Prozentdifferenz wesentlich besser für Fandi, der hier einen wunderschönen Grab auch kriegt. Downthrow allerdings nicht mehr true. Ist das nur die ersten paar 20% ist das true in der Abwehr und danach ist es nicht mehr wirklich irgendwas. 100% auf Game Watch ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorsprung. Das könnte jetzt durchaus in diesem Advanced Stage schon den Stock bedeuten. Aber er bleibt da cool an der Ledge. Oh, ich weiß gar nicht, so unangenehm. Das war sehr, sehr mutig hier von Adi, den Nutri Gaffert into Grab, aber fand ihn nicht schnell genug da, um darauf zu reagieren. Der letzte Shield Poke mit dem letzten Hit von der Back Air, versucht jetzt die Down to Two Frames zu kriegen, aber stattdessen ist eine wunderschöne Reaktion auf Adi, der da an der Ledge vorbeigeht mit der Up-B, kriegt die Abwehr, die sehr, sehr gute, sehr, sehr stark hier von Fanny und der hält jetzt einen so guten Lead hier. Adi, wir dürfen ihn eigentlich nicht rausziehen, wir wissen, was Adi anstellen kann auf diesem Game & Watch. Das ist ein F-Smash, ganz hart Read für den Air-Dodge gegangen. Oh, er regrippt wieder. Er regrippt wieder und diesmal lässt Fire nicht aus der Kölner. Das reicht nicht. Es ist immer noch Game & Watch, Leute. Hier, der lebt noch. Adi lebt noch. Wir müssen auch bedenken, Adi ist so ein Spieler, der haut auch gerne mal das Judgment einfach raus. Und da, wo du es gerade gesagt hast, kam der Down-Smash leider nicht geburied. Aber das hätte wahrscheinlich auch mit einem F-Smash nicht gekillt. Da wäre ich mir gar nicht sicher. F-Smash ist so, so stark. Oh, der, okay. Ich bin ganz beeindruckt, wie Adi aus der Corner rauskommt. Das macht er wirklich hervorragend. Aber er schafft es leider nicht, häufig genug Bushel zu gewinnen. Ja. Fanny kriegt immer wieder seine Hits rein, kriegt dann Advantage Stack. Und jetzt ist quasi Game & Watch schon in Kill Percent. Ja, Game & Watch, Adi versucht da unter der Plattform einfach safe zu bleiben, auch mit dem Chef. Fanny versucht da einen hohen Recovery zu reden. Stattdessen Adi, ja genau, er bleibt da einfach safe. Oh, for Old Smash. Und da ist der Confirm, da ist der Up-Tilt-Up-Air. Und Fanny nimmt das Set 3-2 mit einem Two-Stock am Ende. Sehr stark gemacht. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass über diese Top 8 Fanny einfach so hoch gelevelt hat. Das ist unglaublich, was der hier liefert. Wir können auch mal über Fanny als Spieler reden. Hat ja in den letzten paar Turnieren, hat ja vorher seine Breakout-Performance gehabt, 2021.